Ja, Freunde, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Sascha Verrückte Touren. Ja, Sascha ist mal wieder auf Tour. Ich bin hier auf einem ganz alten Friedhof in Belgien. Und zwar, dieser Friedhof ist richtig hier sehr, sehr verfallen. Ja, und gut in Vergessenheit geraten, weil das schon all die Jahre schon hier, weil hier schon all die Jahre Gräber stehen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eine ungeplante Tour eigentlich. Ja, ich will das auch einmal mal zeigen und wenn ihr dabei bleiben möchtet, bleibt dabei, würde ich sagen, ja, gucken wir es auch mal ein bisschen gemeinsam, nur so grob über den Friedhof gehen. So, und hier haben wir schon mal das erste, das sieht natürlich auch richtig toll aus, 1883 gestorben, sieht man natürlich auch hier, und dann haben wir noch so ein altes Kreuz hängen, was mal hing, so ein altes Kreuz hing mal da, hier, aber scheiße. Aber guck mal, Leute, ist das nicht traurig hier? Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Das ist doch echt traurig. Das ist doch echt traurig. Wahnsinn. Alles verlassen. Und dann, eigentlich ist das hier mitten in der Stadt. Es ist mitten in der Stadt. 1849 gestorben. 1886 gestorben. Thank you.
Boah, Leute, hier ist auch alles leer. Hier sind auch bestimmte Gräben. 1814, 1877 gestorben, 1891 gestorben. Und hier sieht man natürlich ein paar Sachen noch, die hier rumliegen. Und ja, ein wunderschöner Boden hier. Ein toller Boden hier drin. Aber Rebecca Frank, 1814 gestorben. 1814. Wahnsinn. 1824. Also, und hier haben die Gehwegplatten genommen. Grabsteine haben die hier als Gehwegplatten genommen. Hier. Hier. Ist der Name noch drauf. Haben sie als Gehwegplatten genommen. Schon heftig, also schon richtig heftig. Das guck ich mal. Ja, Leute, also wie ich schaue, sieht das hier alles für mich jüdisch aus. Ich denke mal, dass das hier ein jüdischer Friedhof ist. Hier oben ist auch so eine Art Judenstern hier oben. Den sieht man hier. Also ich denke mal, dass das hier ein Juden, also ein jüdischer Friedhof ist. Sorry. Ja, das denke ich jetzt auch mal. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Ich denke immer, das war ein richtig toller Friedhof hier gewesen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Friedhofsfreund. Auch wo ich jetzt hier so ein Video drehe, bin ich normalerweise auch nicht. Ich gehe auch ungern in so Gruften rein. Aber auf eine Art möchte ich es doch irgendwie auf Video festhalten, damit ich auch anderen Menschen zeigen kann, wie schnell Menschen vergessen werden. Und das ist ein bestimmter Punkt der Respektlosigkeit. Ja, eine gewisse Art, was ich nicht nachvollziehen kann. Und dann von so einer riesengroßen Stadt Belgiens. Also das kann ich echt nicht verstehen. Natürlich kann man natürlich auch so die Sache sehen, wenn ich natürlich auch in so Gruften reingehe, dass das natürlich auch mit Respektlosigkeit zu tun hat. Aber wenn ich natürlich auch nicht da reingehe, dann sieht man natürlich auch nicht, ja, wie Menschen vergessen werden, wie alles zerstört wird. Und ich denke einfach mal, dass das ja so eine gewisse Teil der Welt auch mal sehen soll, wie gut es anderen Friedhöfen geht, die gepflegt werden, super gehalten werden und. Also dann sollte man sich doch mal auch mal so ein Bild machen, wie es auch anders gehen kann. Deswegen Leute, seid nicht böse, dass ich so hier dieses Video drehe, dass ich hier in verschiedenen Gruften gehe, wo die Türe auf ist. Also seid mir da echt nicht böse. Ich habe so schon ein mulmiges Gefühl, da durchzugehen. Ich bin natürlich auch sehr abergläubisch. Und deswegen seid mir da echt nicht böse. Wenn ein paar Leute von euch natürlich dagegen sind, gegen meine Einstellung, das respektiere ich, akzeptiere ich. Und alles okay. Aber letztendlich muss, glaube ich, jeder Mensch wissen, was richtig ist oder was falsch ist oder was sich nicht gehört, was nicht notwendig ist und. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ein bisschen weiter. Wenn man sieht, sind alle Türen offen hier. Und guck mal, das ist doch jüdisch, oder? Thank you.
zu. Marco hält oben Wache. Ich jetzt mal, wie es da unten aussieht. Also ich war noch nie in einer Gruft drin. Und das ist für mich natürlich auch Neuland hier. So, hier haben wir die verschiedenen Eingänge. Wo auch verschiedene Steine hier dran sind. Bis oben an die Decke. Und hier oben natürlich auch. Eine Nummer. Hier stehen überall Nummern drauf. So klein sieht es natürlich hier aus. Hier auch. Hier unten haben wir sogar noch kleine Knochen da unten. Hier sind natürlich auch noch verschiedene Dinge auf. Hier. Also ich denke mal, das waren alles Knochen hier. Oder Holz. Das sieht so für mich so aus. So, hier. Hier geht es natürlich auch ein Stück weiter. Hier haben wir auch, was das für Bleche sind, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Hier ist ein, ich denke mal, das ist ein Stück Schädel. Und ich denke mal, dass die Toten hier in diesen Dingen drin lagen. Kann ich mir jetzt so vorstellen. Also anders kann ich mir das jetzt hier nicht vorstellen. Richtig unheimlich hier, wie es hier natürlich aussieht. Und ja, hier haben wir die verschiedenen Nummern hier dort dran an den Mauern. Hier sind noch gewisse Öffnungen offen hier. Ich zeige euch das mal hier. Hier ist auch noch alles offen. Und da sind alles Knochen, wenn ihr so schaut. Hier ist auch noch ein Knochen. Da sind 18,931. 295, 300, 305. Die Nummern sind hier alle nummeriert. 1875 bis 1914. Alles namens hier an den Wänden. Hier an der letzten Treppe unten. Und danach geht es wieder die Treppe rauf und hier ist Ende, hier geht es schon gar nicht mehr weiter. Und ja, dann schauen wir mal, was da noch so alles noch so ist. Okay. Hier liegen jede Menge Knochen drin. Jede Menge Knochen drin. Hier ist ein großer Knochen drin. Und hier lagen die Toten drin. Dann geht es natürlich auch hier weiter. Auch wieder ein großer Sarg hier, was hier drin ist. So eine Art Eisensarg. Oder was das mal gewesen ist. Irgendwie sowas. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder raus. Ich habe jetzt hier unten genug gesehen. Wir gehen jetzt einfach wieder raus. Und wir schauen uns oben ein bisschen nach oben. Ja, Leute. Wenn ich bedenke,
wie alt die Gräber hier sind, wie alt viele Fotos sind, die hier auf den Gräber drauf sind. Siebzehntes Jahrhundert. Freunde, da müsst ihr euch mal reinziehen. 17. Jahrhundert. Und dann sieht man natürlich auch Bilder, schwarz-weiß, klar. Damals gab es ja keine Fotos in Bunt. Aber das ist doch, wenn man bedenkt, dass die Dame oder der Herr gelebt hat früher, ganz normal wie wir auch, sind auf der Welt gekommen, sind Kindergarten gegangen, Schule gegangen, haben ihre Lehre gemacht, haben viele schöne Zeit auf der Erde verbracht. Manche auch nicht, ne? Weil damals im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, da waren natürlich ganz andere Regeln wie heute. Aber, tja, wenn wir bedenken, wenn ich mal irgendwann sterben sollte, ich meine, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal sterben, und dann nochmal 200 Jahre weiter, da denkt jeder, boah, guck mal, der Mann ist 2021, das ist ja Wahnsinn, wir haben schon 3021 oder 4021. Boah, das ist Wahnsinn. Ja, Leute, also das hier sieht für mich aus, als wäre das kleine Särge hier, links und rechts. So sieht das für mich aus, als wären hier kleine Babys drin. Und das ist schon sehr erschreckend. Das ist schon sehr erschreckend. Also ich glaube, es ist zwar sehr schön, aber ich denke mal, für die kleinen Babys hier wurde hier dieses tolle Häuschen erbaut. Mal kurz mal setzen. Das war jetzt wirklich ein bisschen krass jetzt. Habt ihr das gesehen? Ich meine, ich bin jetzt nicht stolz drauf, dass ich das jetzt sehe, um Gottes Willen. Aber mein Herz rast ohne Ende. Ich glaube, das war gar nicht gut. Ich habe ja nicht gesehen, ich habe ja nicht gewusst, wenn ich jetzt hier runtergehe, um die Ecke, dass da sowas liegt, ne? Dass da ein Toter in einem Sarg noch drin ist und verwest ist. Boah, leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Boah, mein Herz rast. Aber Leute, ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig, dass man sowas offen lässt, komplett, dass jeder reingehen kann? Das war eine offene Türe mit einer Wendeltreppe nach unten. Und keiner rechnet doch damit, dass so krass sowas da liegt. Ich frag mich nur, was bei der Stadt vorgeht. Okay. Ja, Leute, hiermit beende ich nun dieses traurige Video. Und ich hoffe, ja, ihr seid nicht so allzu geschockt. Wie gesagt, ob es jetzt gut war oder nicht gut war, kann ich euch jetzt nicht sagen, da ich das gefilmt habe, aber ich denke einfach mal, die Menschheit draußen sollte auch einmal sehen, wie es auch auf anderen Friedhöfen ist, in anderen Ländern. Und da sieht man mal, wie bei uns in Deutschland die ganzen Friedhöfe alle super gepflegt sind. Deswegen ist es aber trotzdem mal gut zu sehen, wie es woanders läuft und mit was für einem Respekt man hier umgeht. Ja, wie gesagt, lasst ein Like da und ein Abo, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Verrückte Touren, Matitude, Schwing de Hut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.